Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin für diese Woche. Ich bin aus dem Urlaub wieder zurück und dann finde ich auf dem Schreibtisch eine Liste der Promis, die in diesem Herbst und im nächsten Jahr bei uns an Bord sein werden. Und da habe ich mir gedacht, da bringe ich doch mal die Liste mit und eine Brille, damit ich sie auch vorlesen kann. Einfach nur, dass Sie eine kleine Idee bekommen. Dieses Jahr noch werden wir erleben den berühmten Autor Wladimir Kamina. Kennen Sie von Russendisco, hat er zum Beispiel geschrieben. Dann wird Gitta Sachs an Bord sein, die Playmate des Jahrhunderts. Dann ist Mozzi Mabuse und Christian Pollack da von Let's Dance. Dann haben wir Comedians wie zum Beispiel Thorsten Beer und Frank Fischer, Mirja Regensburg, die Comedy Company und Emmy und Winowski. Und für 2017, da wird das Programm ja erst veröffentlicht Mitte September, da kann ich Ihnen aber schon so ein paar Namen nennen, dass Sie ein bisschen neugierig werden. Zum Beispiel Birgit Schrowange, Bettina Tietjen, Hera Lind werden an Bord sein und so jemand wie Dr. Pedro González oder auch Heike Drechsler. Sie können gespannt bleiben, das wird richtig toll. Und jetzt sprechen wir über das, was jetzt im Moment gerade an Bord los ist. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei unserem Primetime Magazin für diese Woche. Und so richtig stolz sind wir über die Zusammenarbeit mit Tim Mälzer. Und am besten ist es, wenn er selber bei uns auf dem Schiff ist. Er war jetzt gerade an Bord und hat mit den Kindern zusammen gekocht. Gucken Sie sich das mal an, was das für ein Spaß war. Bitte schön. Ich befinde mich hier gerade natürlich offensichtlich im Kochstudio der AIDA Prima. Und wir haben gerade einen Kochkurs hinter uns gebracht, der ganz besonders war. Da die Teilnehmer das Alter von 12 noch nicht überschritten haben. Sprich, wir haben mit kleinen Kindern gekocht, was immer ein großes Vergnügen ist. Es gab zu essen eine Art von selbstgestampften Krautsalat mit knusprigen Hühnchenteilchen und eine Art von Mango-Ketchup. Dann gab es eine selbstgemachte Lasagne und zum Schluss eine Eigenkreation, die sehr kreativ zusammengeführt worden ist, sowas wie ein Apfel-Birnen-Mascarpone-Crumble. Bleibt nichts anderes übrig zu sagen als, ich wünsche einen guten Appetit. Von der Küchenfrau. An Bord tut unsere Crew jeden Tag alles, damit sie so einen richtig schönen Urlaub haben. Viele von den Kollegen haben so richtig versteckte Talente. Gucken Sie mal, was wir für Sie gefunden haben. Bitte schön. Immer zu den Ferienzeiten freuen wir uns, dass wir so richtig viele Kinder an Bord haben. Und extra für die Kinder sorgen wir auch dafür, dass es besondere Programme gibt. Diese Saison hatten wir zum Beispiel die United Freestyler am Start. Und die haben mit den Kindern zusammen ein Trickcamp gegründet. Gucken Sie mal, was die für eine tolle Show produziert haben. Hey, ich bin der Mo, bin 23 Jahre alt und komme aus Düsseldorf. Ich habe früher im Fußballclub gespielt, habe zeitgleich geturnt. Das macht mich halt einzigartig als Freestyler. Ich habe auch schon einen Weltrekord geholt. Der Trick nennt sich der Soul Stall. Da liege ich mit dem Rücken auf dem Boden und balanciere den Ball mit der Fußsohle. Neben Showauftritten haben wir natürlich auch einen Fußball-Freestyle-Workshop. Und dort wollen wir den Kids ein paar coole Fußball-Moves beibringen. Ich spiele sehr gerne Fußball und wollte es einfach mal ausprobieren. Hab die bei der ersten Vorstellung gesehen und dann wollte ich mitmachen. Keiner muss Vorkenntnisse haben. Erste Übung ist auf einem Bein stehen. Das heißt Gleichgewicht, Koordination.
wir wollen die Sportart beibringen. Da fangen wir bei null an. Das heißt, wir machen aus jedem Teilnehmer einen richtigen Trickmeister. Am Ende hat jeder seine eigene Freestyle-Show, ist bei uns eigener Fußball-Freestyler und kann sich dann weiterentwickeln. Das hat bei jedem Teilnehmer bisher geklappt. Da sind wir auch schon ein bisschen stolz drauf. Die Tricks sind sehr schwer. Man muss hart trainieren. Mir gefällt besonders, dass man die Tricks am Ende dann auch kann und dass das gut aussieht. Mein Motto lautet, seid kreativ, definiert euch neu und bleibt am Ball. Ganz wichtig. Und das kennen Sie sicher auch. Man kommt gerade aus dem Urlaub zurück, ist direkt wieder im Büro und irgendwie fühlt es sich an, dass nach dem Urlaub auch vor dem Urlaub ist. Und wenn Sie sich jetzt Gedanken machen über Ihren nächsten Urlaub, dann gehen Sie ins Reisebüro oder gucken Sie mal unter www.aida.de, was wir so für Sie bereithalten. Und hier die Verlockung der Woche. In Gran Canaria starten wir unsere Reise und fahren als erstes zur Blumeninsel Madeira. Danach nehmen wir Kurs auf Lanzarote. Wir besuchen noch Fuerteventura und Teneriffa und fahren zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Gran Canaria. Und natürlich auch diesmal wieder für Sie die schönsten Bilder von unseren Schiffen. Ist alles dabei, von Sonne bis Schnee. Viel Spaß und bis zur nächsten Woche.